Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Reihe Der Krieger, die Kriegerin. Nun, in jedem Kampf, der Krieger muss kämpfen, in jedem Kampf gibt es Verluste. Irgendetwas geht kaputt. Wenn man für das Gute kämpft, geht das Böse kaputt. Wenn man für seine Meinung kämpft, dann gehen Freunde, Verwandte, Bekannte weg. Wenn man für die Gesundheit kämpft, dann geht das Pizzastück weg. Dann geht die Schokolade vielleicht weg, der Alkohol weg. Das heißt, der Krieger muss lernen, loszulassen. Viele Dinge, wo man denkt, ah, die brauche ich, die sind gut für mich, die muss ich jetzt haben, kann ein Krieger nicht mehr wirklich machen. Wie der Sportler weiß, wenn ich Weltmeister werden möchte, dann sollte ich das und das nicht mehr essen. Ich sollte mich gesünder ernähren, ich sollte mehr schlafen, weniger in die Disco gehen. Nun, das bleibt nicht aus. Und so hat jeder Kampf immer Verluste. Somit muss man auch lernen, loszulassen. Schlussendlich muss der Krieger, der Samurai, dann auch sein Leben loslassen. Das Leben ist Gott gegeben und nur Gott kann es nehmen. Und das ist eben schwierig, dieses Loslassen. Jeder Krieger, der voranschreitet, verändert sein Leben. Und Veränderung bedeutet immer Verlust. Natürlich, etwas anderes, was nicht mehr gut scheint oder gut ist, lässt man los. Wenn man das einem anderen Menschen sagen würde, ach, lass doch mal dein Bier los, dein Alkohol los. Ja, ein Laster muss man ja haben, dann merkt man die Sucht, die plötzlich durch diese Worte hindurchdringt. Man braucht ja, und ein Bier ist ja gar nicht so schlecht und ein Kaffee ist auch nicht schlecht, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sucht man Rechtfertigung. Aber der Krieger spürt genau, dass gewisse Dinge nicht mehr zuträglich sind, gewisse Lebenssituationen. Gewisse Menschen, gewisse Nahrungsmittel, irgendetwas findet man immer, was nicht mehr passt. Und das nennt man Loslassen. Man tötet in Anführungszeichen sozusagen die nicht so guten Anteile, beziehungsweise den Bezug dazu. Wir können ja die Seelenanteile, zum Beispiel die negativen, nicht rausradieren, aber wir können sie transformieren. Und wenn ich das transformiere, sage ich von einem Leistungs-Fitness-Training, wo man sich die Knochen kaputt macht, in ein Fitness-Gesundheitstraining kann man transformieren und dann ist aber der Leistungsanteil gestorben, sozusagen weg. Und das muss man natürlich vorher wissen, ob man das möchte. Auch in Behandlungen ist es so, wenn man sagt, Sie haben Rheuma, entzündliches Rheuma, Sie sollten mal während der Behandlung 10, 12 Wochen kein Fleisch essen. Dann sind manche völligst entsetzt. Wie? Ich soll gegen meine Krankheit kämpfen? Ich sage mal gerne für die Krankheit kämpfen, dass sie besser wird, weniger wird. Und dann ist man nicht bereit, dieses Opfer zu bringen, obwohl die Finger entzündet sind, sich nicht mehr bewegen lassen. Aber so ist es halt. Das muss jeder für sich entscheiden. Somit Kampf bedeutet Verlust. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Rheumatiker fragen würde, wollen Sie Rheuma noch haben, behalten? Nein, aber wenn man dann auch nicht verzichten möchte auf gewisse Süchte, Suchtmittel, angeblich angenehme Nahrungsmittel, Alkohol. Dann ist die Frage, will er wirklich gesund werden? Und der Krieger kämpft für seine Meinung im Leben, für seinen Standpunkt. Und dann gibt es halt Menschen, die diesen Standpunkt nicht teilen und sich dann entfernen. Aber das ist ja normal. Wir können nicht alle denselben Standpunkt haben. Es wäre ja auch ziemlich langweilig. Aber man verliert an Menschen. Und die letzten Jahre haben wir gesehen, dass wenn man nur eine andere Meinung hat, man schon rausgeworfen wird aus gewissen Gemeinschaften, dass man nicht mehr normal ist. Nun. Und hier ist eben der Krieger gefragt, der auch loslassen kann und wie gesagt, schlussendlich sein Leben loslassen kann. Der sozusagen für das stirbt, für das er steht.
mit aller Kraft, mit aller Macht, mit seinem ganzen Wesen, mit seinem ganzen Herz. Loslassen. Auch hier gibt es viele Videos auf meinem YouTube-Kanal. Das ist das Problem des modernen Menschen. Er kann nicht loslassen. Er hält gerne fest an gewissen Dingen, wo er glaubt, es gibt Sicherheit. Aber der Krieger weiß, es gibt keine Sicherheit. Es gibt immer Fallen, Tipps und Tricks von den Gegnern. Man kann überrumpelt werden, man kann in einen Hinterhalt geraten. Damit muss man immer rechnen. Auch im Leben muss man damit rechnen. Es gibt Situationen, mit denen man nicht rechnet. Man muss also damit rechnen, dass man nicht mit allem rechnen kann. Und dann gibt es vielleicht Verluste. Ja, aber das ist Leben. Ein Baum zählt nicht, wie viele Äpfel habe ich behalten am Baum, an mir selbst, und wie viel habe ich abgeworfen oder abwerfen müssen. Das ist einfach so. Und der Krieger muss dann ganz am Ende seines Lebens auch eben dieses Leben loslassen. Ja, das ist eben schwierig. Der moderne Mensch möchte immer, dass alles so weitergeht. Er hat eine gewisse Sicherheit erarbeitet, kreiert. Und möchte natürlich, dass dieses sichere Leben, anscheinend sichere Leben, weitergeht. Aber das gibt es halt nicht. Das einzig Beständige, sagt die chinesische Philosophie, das einzig Beständige ist der stetige Wandel. Und der Krieger passt sich immer an, er ist gewappnet, er ist trainiert, auch auf ungute, ungewohnte Situation zu reagieren. So vielleicht wie James Bond, der hat immer irgendeinen Trick auf Lager, dass er aus der Situation rauskommt oder dass er sie meistert. Und der Krieger kann auch nichts weiter tun als üben, trainieren, sich stärken, sich nähren, sich weiterbilden. Mehr kann er nicht machen. Was dann schlussendlich im Leben kommt, weiß man nicht. Das ist bei jedem Menschen anders, je nachdem, was das Leben so möchte. Nun, das war's wieder mit einem weiteren Video der Reihe Der Krieger, die Kriegerin. Und gerne abonniert meinen YouTube-Kanal, teilt die Videos, wenn sie euch gefallen. Und dann sehen wir uns bald wieder auf meinem YouTube-Kanal. Bis bald und ciao, ciao.